sleep to keep me waiting one more year. It's more than I can take. You hide and claim to try, but you're living. Schon ein toller Song. Ja, und jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Jungs hier stecken. Champions League im ZDF ist ja gerade. Oh Gott, hoffe ich, habe ich jetzt die letzten Hörer nicht auch noch an Fernseher geschickt. Nein, aber es steht zurzeit gerade BVB gegen Zelnit, glaube ich, war das 1:1. You've locked inside. Ja, jetzt ist es fertig, genau. Also gegen Zenit St. Petersburg, BVB 1:1. So, und der Biggest Loser Finale läuft auch gerade. Ja, und die Kandidaten, die dann beim Biggest Loser irgendwie vorher rausgeflogen sind, die kommen dann zu uns in die Klinik. Ja, die sehe ich dann jeden Tag. ja, okay, Spaß beiseite. Damit ist eigentlich weniger zu spaßen. Ihr macht's mir heute echt nicht einfach, muss ich schon sagen. Also, ich kann jetzt natürlich anfangen, euch hier das Ohr abzuquatschen, aber das hat ja keinen Sinn. Ich kann auch gut aussehen vor der Kamera, aber das hat ja auch keinen Sinn. Ihr wollt ja Musik hören, aber ich weiß ja nicht was. Wenn ihr mir aber keine Grüße und Wünsche schickt, dann kann ich euch auch keine erfüllen. Ergo mache ich halt einfach mein Programm. Und mir gefällt die Musik ja. Ich habe sie ja auch schließlich rausgesucht. Oh. Stimmt. Da muss ich jetzt unserem Jens einfach mal recht geben, weil wir haben gerade im Moment im Chat unsere kleine, was heißt Diskussionsrunde, ist es weniger. Wir unterhalten uns halt so ein bisschen.
Champions League schauen ja nicht nur BVB-Fans jetzt gerade, sondern das sind ja auch die anderen Vereine mit dabei, die dann einfach mal gucken, ey, wie weit sind die denn eigentlich, ne? Ich gucke mir ja auch bei der Weltmeisterschaft alle Mannschaften an, nicht nur Deutschland. Und es ist auch das einzigste Fußball, das ich anschaue. Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Und Bundesliga und Champions League interessiert mich eigentlich überhaupt gar nicht. Nö. Oh, ich habe ihn erst noch gar nicht gehabt. Niki, meine Liebe. Ja, ich mache jetzt einfach mal weiter mit Sunrise Avenue, Afraid of the Midnight. Und vielleicht entscheidet ihr euch ja doch noch für einen Wunsch oder einen Gruß. Ansonsten gibt es dann. Gucken wir mal, was gibt es denn dann als nächstes? Auch machen wir mal ein bisschen Placebo mit Exit Wounds. Das wäre dann auch sowas Schickes. Und Heino haben wir dann auch noch im Programm. Und ja, Kastelruder Spatzen und Mickey Krause und und. Ich glaube, ich mache jetzt die nächste Runde Ballermann-Hits. Ihr nötigt mich dazu. Ja, genau. Wenn ich jetzt innerhalb von den nächsten drei Liedern keine Wünsche, Grüße reinbekomme, gibt's Ballermann-Hits. So machen wir das jetzt. Und ich